Ja. Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute der Start der Politik-Simulator Power Evolution Tutorial-Reihe beziehungsweise das Comeback der Tutorial-Reihe, denn eigentlich de jure hatten wir schon mal die Tutorial-Reihe gehabt. Haben wir so ein paar Themen uns angeschnitten, damit wir es nicht auch wiederholen mussten und dann mal so eben copy-pasten konnten für euch. War immer wieder, dass man da nochmal für die neuen Zuschauer dann immer ein bisschen was anschneiden konnte. Jetzt aber habe ich euch nochmal explizit gefragt, was wollt ihr sehen, denn die Tutorial-Reihe war ja nur sehr grob und kurz gefasst. Dementsprechend habt ihr mir ordentliche Sachen gegeben. Ich habe hier einen Zettel liegen, ne, mit relativ vielen Vorschlägen von euch, die wir allesamt jetzt abarbeiten werden. Und ja, heute fangen wir damit an. Also, erstes Thema der Tutorial-Reihe. Mann, Mensch, Malte, fängt schon gut an. Ja, wie werden wir das Ganze machen? Ich habe mir die Vorschläge herausgearbeitet von euch, die ich einigermaßen sinnvoll fand, über die wir mal ganz kurz quatschen können. Tutorial-mäßig, was ihr dafür machen müsst, wie das klappt und was zur Folge hat, beziehungsweise wie was funktioniert. Ja, wir werden dabei dementsprechend so vorgehen, dass wir uns sozusagen von unten nach oben den Berg hocharbeiten, beziehungsweise wenn wir in Minenschächten denken, von oben nach unten rein. Also wir gehen sozusagen immer tiefer rein in die Materie, fangen erstmal oben an, kratzen erstmal ein bisschen an der Oberfläche. Vielleicht für die einen oder anderen von euch jetzt ein bisschen langweilig, die das alles kennen, aber gibt welche von euch, von denen weiß ich ganz safe, die kennen das nicht und die wissen nicht, was zu tun ist, und dementsprechend, ja, werden wir das nochmal alles schön brav von Anfang an wiederholen. Ja, denn das Tutorial-Modus, der Tutorial-Typi hier, ja, seht ihr auch hier unten rechts, den könnt ihr eigentlich vergessen. Ja, so ehrlich muss man sein, das Tutorial ist nicht gut, wirklich nicht gut. Für dieses Spiel dementsprechend, ja, nehme ich das jetzt mal selbst in die Hand und wir fangen also heute an mit dem ersten Thema. Ja, und wir das kratzen also an der Oberfläche und arbeiten uns dann demnächst weiter vor. Ich plane tatsächlich, die Videos einigermaßen kurz zu halten, das heißt, ich werde jetzt nicht alles genau vormachen, werde jetzt nicht allzu tief immer reingehen. Außer sind tiefe Themen, dann gehe ich natürlich tief rein. Aber de jure ist es so, dass ich versuche, ungefähr den 10-Minuten-Rahmen zu halten. Ich weiß jetzt schon, das kriege ich auf keinen Fall hin. Immer, aber so, wo es geht, versuchen wir das mal. Und dementsprechend würde ich mal sagen, also legen wir los und beginnen heute mit dem ersten Thema. Denn das erste Thema, was heute ansteht, ist erstmal das Haushaltsdefizit. Ja, Freunde, wie gesagt, für einen von euch schon bekannt, für andere nicht. Ich weiß auch, es werden noch viele Neulinge kommen, für die das Ganze totales Neuland ist. So, und dementsprechend machen wir auch für die zukünftige Generation. Also, schöne Grüße, Leute, hier in die Zukunft, beziehungsweise aus der Vergangenheit raus an euch. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Haushaltsdefizit. Erstmal fangen wir damit an, was ist ein Haushaltsdefizit? Um das zu klären, müsst ihr einmal ganz kurz mir mausmäßig folgen. Gut, jetzt werde ich wahrscheinlich verdeckt arbeiten, aber wenn ihr ganz links unten hier auf den Reiter blickt, ich weiß gar nicht, von welcher Ecke aus ist denn das, genau quasi unter mir. Genau, den Reiter öffnet mit dem Budget, das müsste jetzt wiederum hier sein. Genau, also das Budget öffnen wir mal, sehen wir also hier die gesamten Starts, Ein- und Ausgaben, und hier öffnet ihr ein weiteres Fenster, nämlich das Fenster hier oben öffnet ihr, um den Staatshaushalt, die Ein- und Ausgaben euch anzeigen zu lassen. Ja, erster Klick schon mal ein bisschen schlecht, aber der zweite hat funktioniert. Also hier seht ihr es jetzt, Freunde, mit mir zusammen die Einnahmen und Ausgaben des deutschen Staates. So, wenn wir von Haushaltsdefizit reden, was heißt das? Also ein Defizit ist ja, um das mal vorwegzunehmen, ein Minus. Der Haushalt ist das, womit wir arbeiten. Also quasi de facto der Staatsausgaben, das ist der Haushalt. Also unser Haushalt sieht jetzt in diesem Sinne so aus, wir haben 1305 Milliarden Euro Einnahmen mit dem deutschen Staat und dazu passenderweise ja 1278 Milliarden Ausgaben. Das wiederum macht, wir blicken mal ganz kurz rüber, einen Überschuss, denn ihr könnt ja rechnen, ne, dass die Einnahmenseite ist größer als die Ausgabenseite. Wir befinden uns also im Plus von ja ein bisschen weniger als 30 Milliarden Euro momentan in Deutschland, was auf das BIP. Frage, was ist das BIP? Das ist das Einkommen, was das gesamte Volk generiert, also nicht die Einnahmen des Staates, sondern das, was das Volk erwirtschaftet als Wirtschaftsleistung. Dementsprechend finde ich mal ein bisschen blöder Messgrad, muss man sagen, aber de facto heißt es dann also Überschuss von 0,89% des BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, das, was die gesamte Bevölkerung in einem Jahr produziert. So, also dementsprechend sind wir jetzt hier im Plus. So, und wie kommen wir zum Thema Haushaltsdefizit dahin? Ja, wenn man nämlich nicht im Plus ist, das heißt keinen Überschuss hat, sondern ein Minus hat, wenn die Ausgabenseite also mathematisch größer ist als die Einnahmenseite, dann
habt ihr logischerweise wenig Cash auf der Tasche und sitzt im Minus. Und im Minus heißt in diesem Fall dann ein Defizit. Ja, und dementsprechend ist das also ein Defizit, was ihr dann habt. Wir könnten mal ganz kurz sozusagen hier, wenn wir ein Defizit hätten, wären wir hier auf der Haushaltsdefizitskala weiter nach links, also dort in den Minusbereich hier ins Negative. Also wir hätten keinen Überschuss, dann sondern ein Defizit, dann steht auch ein Überschuss, sondern ein Defizit. Ja, und je höher das dann dementsprechend ausfällt, desto höher dementsprechend seid ihr auch quasi verschuldet im Vergleich zu eurem Bruttoinlandsprodukt. Also wichtig ist, wie gesagt, ne, diese Kennziffer hier, die könnt ihr eigentlich immer getrost beiseite lassen. Wichtig ist, was, wenn ihr dieses Fenster öffnet, hier steht. Und da müsst ihr mathematisch kurz rechnen. Dann wisst ihr, was ihr bekommt, beziehungsweise was ihr vorgesetzt kriegt. Ja, und seht dann dementsprechend hier nochmal die einzelnen Ausgabenposten. Also momentan zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung in Deutschland sind so 18 Milliarden Umfang. Äußeres 4 Milliarden, Familie 8 Milliarden und so weiter und so weiter. Genau, und daran könnt ihr die ganze Geschichte dann halt bemessen gehen und ja, dementsprechend läuft das Haushaltsdefizit so. Ja, ansonsten könnt ihr hier noch in dieser Skala, damit ihr jetzt auch wisst, wofür diese gesamte Budgetfenster nochmal ganz kurz ist, sehen, wie viele prozentuale Ausgaben ihr sozusagen habt. Also hier seht ihr nochmal, ja, aus dem Vergleich Hicks zum Vorjahr mit der prozentualen Angabe eurer Gesamtausgaben. Also wir haben jetzt sozusagen letztes Jahr 2017 gehabt, hatten Ausgaben von diesen 1280 Milliarden hatten wir jetzt die Ausgaben gehabt. Hier seht ihr also die Zahl, Kennziffer in Millionen. So, das ist das Jahr 2017, worauf wir uns hier noch beziehen. Und hier haben wir jetzt einen statistisch errechneten Wert für 2018 mit Mehrausgaben von knapp 20 Milliarden Euro mehr. Ja, und dann seht ihr hier jetzt also die einzelnen Ausgabenposten in Millionen und dementsprechend hier die Kennziffern, wie viel Prozent des Ausgabenbereichs das Ganze ist. Und das Ganze habt ihr hier in einem Kreisdiagramm nochmal schön förmlich dargestellt. Also jetzt quasi auch wieder direkt über mir. Genau. Also, wir haben jetzt hier dann dementsprechend, ja, Gesundheit, soziale Sicherung ist in Deutschland natürlich der größte Aufgabenposten, ne? Sozialstaat, deutscher Sozialstaat ist natürlich dementsprechend dick gewichtet, 47,6%, das wird ihr in den meisten Staaten auch so finden, dass die Sozialsicherung zumindest der größte Teil ist, ob es jetzt fast 50% ist, das ist immer was anderes, aber ja, das ist auf jeden Fall meistens der größte Posten, der zweitgrößte Posten bei uns ist natürlich die Bildung, das sind so die beiden Hauptaufgaben des Staates. Mit uns beschäftigen. Weitere größere Posten sind noch ja, Innendienst, Sport, Geheimdienst, Religion, so als gesamtgefasstes Programm, sowie die Industrie, Energie, Wirtschaft und Tourismussektor ist auch noch tatsächlich mit Ausgaben verbunden. Beschäftigung, Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort, auch ein Posten, genauso wie Verteidigung, Justiz und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, unter anderem auch übrigens natürlich hier Schuldentilgung, ein Ausgabeposten. Das ist ein Ausgabeposten, der sich zum Beispiel dann durch den Schuldenabbau, dadurch, dass ihr halt mehr Geld erwirtschaftet, als ihr einnimmt, also hier in unserem Fall sind es jetzt halt diese 20, 30 Milliarden, die wir erwirtschaften pro Jahr mehr, können wir unsere Schulden abbauen und dadurch dementsprechend auch einen weiteren Faktor senken. Nämlich, klicken wir mal ganz kurz nach unten, wo steht das, wo steht das, wo steht das? Habe ich das hier irgendwo übersehen? Nee, vermischtes. Ah, da haben wir es hier. Schuldentilgung. Genau. Könnt ihr diesen Faktor senken, also dann zahlt ihr dementsprechend weniger für die Schulden. Und wenn ihr weniger dann für die Schulden zahlt, weil ihr die Schulden abbaut, kriegt ihr sozusagen mehr Geld, habt ihr wieder zur Verfügung, das ihr ausgeben könnt, weil dieser Ausgabenposten dann dementsprechend kleiner wird. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ja, war es auch schon. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Haushaltsdefizit, ne, wie gesagt, ich betone es mal Haushaltsdefizit, nicht Schulden und so ein Kram, dazu kommen wir nochmal. Hier, mein toller, geiler Zettel. Ja, dann würde ich sagen, schreibt mir das in die Kommentare. Ich denke mal, ihr könnt aber damit erstmal ganz gut was anfangen. Dementsprechend sind wir also durch an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial-Teil wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und haut rein. Ciao!